Ulrich Wemper und ich eine Zeit lang gemeinsam Ratsmitglieder und auch Ausschussvorsitzende im Rat gewesen. Und wenn man dann so eine Einladung bekommt, erinnert man sich gerne zurück. Und da schaut man, was hat man denn als Politiker miteinander zusammen getan und wie erinnert man sich und an was erinnert man sich. Und da kann ich sagen, Ulrich Wemper ist jemand, der stets den Blick für das Ganze hatte, für die wichtigen Themen in einer Stadt, der viel angestoßen hat, viel initiiert hat, der einen ungeheuren Fleiß, auf meiner Sicht einen ungeheuren Fleiß an den Tag gelegt hat, der war auch ein bestimmtes Tonwort. Und ich muss sagen, etwas, was vielleicht heute noch ein bisschen altbacken erscheint, vielleicht sogar altmodisch, wenn man sich mit ihm in Verhandlungen gegeben hat, wenn man über ein Thema gestritten hat, dann war es stets möglich, einen Kompromiss zu finden. Das war hart, den mit ihm zu erringen oder seine Standpunkte zu vertreten musste. Aber wenn man den Kompromiss gefunden hat, dann war er in der Lage, ihn auch zu vertreten. Dann blieb er Spur und dann war er eine große Form von Verlässlichkeit. Und das, muss ich sagen, habe ich als Politiker immer sehr an dir geschätzt. Was ich als Bürgermeister und ja, unsere gemeinsame Ratsabend endete, ja auch gemeinsam am 30.01., was ich als Bürgermeister an dir schätze, das ist das ehrenamtliche Engagement. Und ich lege zu sagen, bei allen finanziellen Problemen, bei allen Sorgen, die wir in dieser Stadt haben, das ehrenamtliche Engagement und viele aus dem Bereich Ehrenamt sind ja heute hier und würdigen mich an dieser Stelle. Das ist ja der Beitrag der wahre Reichtum dieser Stadt. Und ehrenamtliche Engagements, die hast du en masse vorzuweisen. Zum einen dein Engagement im Ratsmitglied. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das wird vielmals vergessen und das ist heute vielleicht auch nicht mehr schick. Es ist ja viel schicker zu kritisieren. Und von daher danke ich dir für die vielen Jahre, die du unterwegs warst als Ratsmitglied der Stadtmark, als Ausschussvorsitzender der Stadtmark, in den Gremien, in der Neumark beispielsweise, bei der Hessischen Straßenbahn, in den Gremien, die auch wichtig sind. Und da hast du uns, glaube ich, stets würdevoll vertreten. Ich danke dir auch für dein Engagement außerhalb deiner Ratstätigkeit. Hier eine Liste zu erstellen, steht mir nicht zu, weil es andere Weggefährten gibt. Und ich glaube,